Huse Leute und willkommen bei einem neuen Part von The Dark Messiah of Mighty Magic bei diesem schönen Sonnenuntergang. Wir sind jetzt, ja, dauert nicht mehr lang bis zum Schluss. Aber davor steht uns noch ein nicht ganz ungefährlicher Kampf bevor mit einem Drachen. Ja, das ist wieder toll. Ich muss flüchten. Ja, und zwar ganz schnell. Lauf da rein. Gut. Läuft gerade nicht so ganz flüssig, das Spiel, habe ich das Gefühl. Ja, das hatte ich ja schon mal gehabt. Deswegen speichere ich hier mal kurz. Und werde mich an gleicher Stelle nochmal melden, wenn ich das Spiel neu gestartet habe, denn so möchte ich das nicht spielen. Ich sag mal bis gleich. So, da bin ich wieder. Es geht weiter mit dem tollen Drachenkampf. Der aber, glaube ich, teilweise auch unterbrochen wird. Was? Ghule oder andere Gegner? Genau das, was ich gesucht habe. Schade, dass ich keine mitnehmen kann. Komm her. Du Paokai. Ich bin hier. Ach komm. Will ich noch anlocken? Alles klar, ich muss echt noch anlocken. Komm her. Komm her. Okay, und Feuer. Treffer. Aua. Ja, der haut rein, der böse Paokai. Deswegen werde ich jetzt mal versuchen, immer abwechselnd zu heilen und anzugreifen. Wie ihr seht, machten die halt sehr, sehr viel Schaden. Wo ist er? Da. Schnell. Nicht zum Schießen kommen lassen. Nein! Ich dachte, der hätte hier nicht getroffen. Okay. Alter, gut, der hat doch getroffen. Nein! Ah, scheiße, noch. Nein! Du musst raus hier. Sonst bin ich tot. Oh, oh, oh. Ich könnte jetzt warten, bis ich geheilt bin. Ist ja ein bisschen lame. Ich könnte auch noch versuchen, ein bisschen abzuschießen währenddessen. Damit es nicht ganz so langweilig ist. Aber effektiv ist das jetzt nicht so. Wow. Ich muss viel höher zählen, merke ich gerade. Ja, dann komme ich aber daran. Oh, und vor allem ist es gefährlich, was ich tue. Das ist echt gefährlich. Weil wenn der Schuss mal durchkommt, dann war es das mit mir. Ja, dann überlege ich ja doch mal kurz, auf Haltränke auszuweichen. Scheiße. Ja, kommt, Leute, was soll der Geiz? Okay, okay. Ich speichere hier nochmal kurz. Ich habe ja noch ein Blitzschild. Mit ins Face, mit ins Face, mit ins Face. Komm, bleib stehen. Bleib stehen. Ah. Nun zur Nekropolis und weiter zur Welt. Ich hatte den irgendwie anders im Kopf gehabt. Viel, viel schwieriger. Aber ich glaube, ich habe nicht gewusst, dass es da auch eine Balliste gab. Ich habe den nämlich damals echt mit Pfeilen besiegt. Das hat auch Ewigkeiten gedauert. Ich spiele aber auch Spiele manchmal kompliziert. Auf jeden Fall, Leute, es ist soweit. Stärke ist auf 10. Und damit kann ich das Drachenclown-Schwert benutzen, was super gut gegen Untote ist. Was mir aber auch verboten wurde. Ich will nur kurz gucken, was passiert, wenn ich das Schwert ausrüste. Schöne Waffe. Ich würde sie gerne benutzen. Nein, würdest du nicht. Sie ist böse. Glaub mir. Okay, was hindert mich daran? Ach, natürlich. Dass ich halt noch ein Dämon bin. Wenn ich nicht jetzt nicht der Dämon wäre, könnte ich das Schwert benutzen, natürlich. Aber so ist es nicht. Und das. Ach, schade, das wollte ich auch noch eigentlich gerne einsetzen. Das überlegene Nagel sein Schwert, nur mal zum zu zeigen, wie es aussieht. Aber dafür möchte ich Glückstreffer steigern. Und das kostet dann nochmal 8 Fertigkeitenpunkte. Ich glaube, die werde ich nicht mehr vor Schluss kriegen. Egal. Ich hau jetzt stärker zu. Bin jetzt ein super Typ. Und oh, ich hoffe, dass ich das Spiel jetzt ziemlich gut durchrocken werde. Mit Bärensaft. Hier Nein. ist eine Winde. Aber welche Tür öffnet sie? Irgendeine. Ja, die große. Das große Tor da hinten öffnet sich gerade. So, irgendwann mal fertig.
Ach, ich denke, ich muss mich jetzt gleich beeilen. Hä? Schließt das wieder? Keine Ahnung. Ich speichere. Und wahrscheinlich muss ich mich jetzt wirklich beeilen. Hm. Probieren wir es aus, aber eigentlich würde ich mich gerne rumsehen. Weil... Obwohl, viel gibt es ja tatsächlich nicht mehr. Dann... Lauf, 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 lauf. Geschafft. Zaret, ich bin so froh, dass ihr... Konntet ihr euch entschließen, dieses Ding in euch zu behalten? Ihr habt mich betrogen. Ihr habt uns alle betrogen. Oh nein. Ich kann euch nicht entschließen. Ernsthaft? Nicht dein Ernst. Das wollte ich erleben, seit ich diese hochnäsige Göre zum ersten Mal gesehen habe. Es wird mir gefallen. Alles klar, Baby. Selber schuld. Ja, ich habe schon lange gehofft, dass du das tun würdest. Oh ja, mein Liebster. Jetzt kann uns nichts mehr aufhalten. Gut. Eindeutig das böse Ende, Leute. Eindeutig das böse Ende. Und ich stehe drauf. Nein, ja, wie gesagt, ich werde beide Enden sowieso nochmal machen. Nachdem ich das auf böse durchgespielt habe, werde ich es dann auch auf gut machen. Damit es so mit einem Happy End auch endet. So. Das haben sie natürlich gemacht, damit man nicht gleich flüchten kann vor dem Gegner. Und kann man hinten jetzt auch noch lang? Die hinten war ja auch dicht. Alles klar. Aufgabe erfüllt. Und nochmal. Okay, vielleicht kriege ich nochmal Glückstreffer hoch. So, dringt die Nekropolis ein. Scheiße, die Stelle. Ah, okay. Ah, stimmt. Die habe ich ganz vergessen. Alles klar, das Spiel kann doch noch etwas länger dauern. Die letzte Hürde, mein Prinz. Gemeinsam werden wir uns Arantir und den Schädel holen. Gegengift. Wie euch... Wieder sowas. Ah, ich erinnere mich, ja. Wir sind... Helft mir, dann helfe ich euch. Wer seid ihr? Ich bin Istvan. Mein Vater. Ist König Radek. Einer von vier toten Königen Steinhelms, die Arantir verpflichtet hat, um euch aufzuhalten. Schickt meinen Leib in den großen Abgrund. Dann werde ich mich bei meinem Vater für euch verwenden. Oh, Istvan. Er war ein sehr ungezogener Junge. Ich hatte Hochachtung vor ihm. Zweifellos war seine Bestrafung mehr als verdient. Ich weiß nicht, ob ich die Zeit habe. Ja doch, klar haben wir die Zeit. Ich bitte dich darum. Ich glaube, der ist da oben. Müsst er eigentlich sein. Der Ruge, wenn du nicht triffst, triffst du dich selber. Das ist dir klar, weil... Nicht? Ja, ist doch nicht nötig. Oh. Nennt mich Mr. Awesome, weil ich hau jeden Typ mit einem Schlag um. Da unten ist eine Kiste? Oder was sehe ich da gerade? Hm. Ich guck mir das gleich nochmal an. So, hier sind überall Heiltränke. Und, wie gut, dass ich die Chinese habe. Nicht du. Nicht du. Und das da hinten. Danke. Und da gab es auch noch einen Heiltrank. Danke. Okay. Dann... Befreien wir mal Ishtar und schicken in den ewigen Jagdgrund. War das nicht hier? Doch, doch, war doch hier, oder? Ich bin mir nicht mehr sicher, aber ich glaube, das war so.
Wie ist der Typ nochmal? Ishtaba? Ach, ist doch alles scheißegal. Anscheinend geht's ja nicht weiter. Aber ich guck mal kurz, was passiert, wenn ich darüber springe. Okay. Geht verwinkelt weiter. Hier gibt's nix. Hier gibt's nix. Ist der gut oder schlecht? Auf jeden Fall. Verwirrend ist er. Er trifft mich. Du triffst dich nur selber. Ich liebe es. Okay, der Typ sieht deutlich gefährlicher aus. Jetzt macht der Typ was. Okay. Ich glaube, ich muss ihn wirklich töten. Aber ist nicht schwer. Ja. Ich weiß nicht, ob der Typ irgendwas Tolles für mich hatte. Auf jeden Fall ist er jetzt tot. Ich glaube, der kommt nicht mehr so schnell wieder. So. Das Treten, ey. Das Treten ist so toll in dem Spiel. Man muss es doch einfach lieben. Martränke. Nein. Brauche ich nicht. Aber ich gehe nochmal kurz den normal erscheinenden Weg. Weil ich kann mich erinnern, dass es ja wirklich an allen Ecken und Enden tolle Sachen gab. Ja, das ist nicht gut, wenn du das machst. Und ich hau sowieso in einem Schlag um. Gut, du hast ein Schild, das gilt nicht. Aber ansonsten gilt das schon. So. Ich hab was gehört. So. Ishtawas Wächter. Bewacher des Leichnams, des Verheerers, des Sadisten, des Schänders, der lieblichen Erben des Königs und des Vergifters seines einzigen Sprosses. Mögen seine Qualen ewig wären. Okay. Klingt jetzt nicht so freundlich. Nur die Frage ist, wo ist denn der gute Mann? Wir werden es noch herausfinden. Ich werde hier nicht gehen ohne Ishtaba. Okay, anscheinend gibt es hier was. Nein, bevor ich nicht mehr hochkomme. Obwohl, da gibt es ein Seil, wo man hochgehen kann. Dann gehe ich doch mal runter. Okay. Komm so mal her. Du hast mich echt erschreckt, Mann. Alter. Und tschüss. Nee, der müsste tot sein. Ach, man muss Physik in Spielen doch einfach lieben. Okay. Ja, ich glaube, hier gehe ich richtig. Das habe ich halt noch nicht vor. Meine Güte. Dann nochmal hoch hier. Ich glaube, hier gehe ich wirklich richtig. Das ist nicht toll. Zumindest noch nicht. Da hinten ist ein Magic Mushroom. Sackgasse, so wie es aussieht. Ich wollte noch Ishtaba noch holen. War der nicht da? Sieht doch alles danach aus. So ein richtig, richtig großer, schöner Altar. Ich weiß es nicht. Ich speichere hier. Und. Ich weiß es nicht. Das ist alles ein bisschen komisch. Ich kann mich so schlecht daran erinnern. Ja, geh doch einfach drauf. Alter, wenn du jetzt runterfällst, bringe ich dich um. Ich hab mal kurz den Schild weg, ich sehe ihn zu wenig. So. Was ist denn das da unten? Sind das Heiltränke? Ich kann es ja mal ranholen. Ja, war ein Mana-Trank. Weil davon habe ich schon zu viel.
So, bin kurz überlegen. Ich glaube, ich gehe nochmal kurz zurück, nur mal, um nicht was übersehen zu haben, weil ich hasse es, Sachen zu übersehen, Leute. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn ich einen Part angucke und dann bemerke, dass dann doch noch irgendwas war. Das ist für mich die reinste Qual. Und deswegen gehe ich nochmal zurück. Hasst mich, wenn ihr mich hassen wollt. Ich nehme die Schuld auf mich. Gut. Komme ich da irgendwie nochmal zurück? Ich könnte mich natürlich da runterfallen lassen, aber... Die feine Englische ist das jetzt nicht. Ja gut, Ich gehe wieder zu... Nein! Da habe ich gespeichert. Wo habe ich gespeichert? Ach so. Ach ja. Da kam ich gerade hier hin. Nachdem ich zurückgehen wollte. Ja, passt doch eigentlich. Ja. Ja, ja. Das passt durchaus. Kurz gucken, ob da noch irgendwelche Heiltränke sind oder so. Weil die kann ich ja mittlerweile wieder gebrauchen. Aber nee, hier gibt's nichts mehr. Also nichts mehr runter. Aber ich komme mich heilen. Und nochmal. Sehr schön. Komm, spring runter. So. Auf jeden Fall sieht das doch ganz nett aus. Könnte da Ishtar sein? Ich glaube ja. Ich höre Stimmen. Klingt doch eigentlich normal. Gut. Hier irgendwas. Den Hakentypen habe ich umgehauen mit meinem linken Haken. Schön. Seid alle so. Steht alle so gut immer. Das freut mich. Und die fallen alle ganz schön tief. Das freut mich noch mehr. So ging es denn. Ah, hier geht's so weiter. Alles klar, alles klar. Schwert auspacke und gucken, ob es hier irgendwas gibt. Nein. Kann ich den Bolzen... Ah, ja. Ich muss die Bolzen entfernen. Du da, bereite dich noch ein Verhör vor. Aua. Das muss nicht sein, Mann. Ohne Mist, das muss nicht sein. So, die Bolzen muss ich also lösen. Wenn es weiter nichts ist... Wo ist der nächste Bolzen? Da irgendwo. Ich glaube doch nicht. wo ist denn der nächste Bolzen? Hä? Das war der erste, wurde eben gesagt. Ich bin jetzt verwirrt. Was aber nicht heißt, dass ich nicht da reinspringen möchte. Nein! Wenn ich es nicht schaffen könnte. bin ich jetzt wieder? Okay, hier. Gut. Dann werde ich versuchen, den Nios ranzuspringen. Und hui. Ja, musste knacken. Kann ich ja knacken. Ich hab's ja drauf, Leute. Ich hab's ja einfach drauf. So, mach auf. Und ein Heiltrank. Hat sich doch eigentlich gelohnt. Okay, und wieder zurück. Sehr schön. Es ist schon fast wieder Zeit, den Part zu beenden. Ich will aber nicht. Ich will aber nicht den Part beenden. Okay. Wo wurde eigentlich das gespannt? Einer noch, wurde eben gesagt. Ich soll noch einen Bolzen entfernen. Wo könnten hier noch ein Bolzen rumfliegen? Ich guck mal nochmal da oben. Vielleicht ist er da irgendwo. So, nochmal hochspringen. Wo könnten hier noch ein Bolzen sein, den ich entfernen soll. Weil da wird der ja, ich verstehe. Das hat nichts mit diesem Grab zu tun, wo ich gerade stehe. Rein gar nichts. Okay. Dann nochmal zurück. Und hier hinunter. Da darf ich nicht runterfallen. Kann ich zwar
Sollte ich aber nicht. Denn ich denke eher, dass mein Ziel hier... Nee, was? Da. Diesen Typen muss ich befreien, der da hängt. Da fällt der nämlich da unten runter und dann ist der mir ganz... Oh. Dich wollte ich eigentlich nicht haben. Ich will dich nicht. Ich will den Magic Mushroom da hinten haben. Alter. Das reicht mir fast. Fast. Jetzt. Okay, es klappt nicht. Ich kann wohl doch nicht pflücken aus der Entfernung. Ich kann das Ding... Was? Okay. Tschüss. Ja, wenn der Typ da reinfällt... Also noch einen Bolzen muss ich entfernen. Der ist irgendwo links. Wie komme ich denn jetzt dahin? Oder war das vielleicht schon oben? Ah. Moment. Ich muss nochmal hoch, Leute. Ach, es ist so doof. Ich weiß das. Ich weiß das ja auch. Aber jetzt weiß ich ja erst, was ich tun muss. So. Eigentlich müsste er hier noch im Bolzen sein. Ja, da ist er doch. Gut, dass ich nochmal nachgeguckt habe, Leute. Ansonsten hätte ich ewig nachgucken können. Wenn sich sein Vater nicht als hilfsbereit erweist, werde ich persönlich seine Seele suchen und sie wieder aufhängen. So, ich spann's heute noch mal. Okay. Die Geräusche sind krass. Hört ihr das? Gefällt mir nicht. Ich mag solche Geräusche nicht. Die sind sehr abstrus und die habe ich so noch nie gehört. Okay, ich kann mich nochmal kurz heilen. So, und springen wir runter. Kann ich da einfach runterspringen? Nee, bestimmt nicht. Da bin ich doch tot. Nee, dann gibt es ja eigentlich nur noch einen Weg. Und der wäre doch hier runter zu springen. Was tut doch weh. Was soll das denn? Ja, mal gucken. Vielleicht überlebe ich es ja doch. Ja, ich überlebe es auch. Aber ich glaube nicht. Hm. Das kann man jetzt eindeutig hören, das Geräusch. Okay. Alles klar. Okay, achso, das ist ja scheißegal, brauche ich alles nicht. Ja. Heiltrank, gerne. Alles kriegst du auch noch geschenkt. Fehlt noch ein Erfahrungspunkt, da kann ich Glück steigern. Das wäre schon ganz nett. Irgendwie finde ich hier nichts Tolles mehr, oder? Ich wollte schon längst den Part beenden, oder? Ich glaube ja. Also Leute, ich verabschiede mich jetzt. Ich sage Tschüss.